Hallihallo und herzlich willkommen zu der vierten Folge Miscreated mit mir, dem Lantern. Ja, es sind nur ein paar Sekunden vergangen zwischen der letzten Folge und dieser Folge. Oh ja, wir haben eben noch gegen die Mutanten gekämpft. Haben gesehen, dass man die Magazine auffüllen muss und in diesem Haus war ich in der letzten Folge schon. Das habe ich mir gemerkt. Wir haben ein Fahrrad gesehen, das ich vielleicht verwenden werde, wenn ich hier keine Autobatterie und ein paar Reifen finde. Ist das eine Karotte? Oh, cool. Ein schöner Patch, muss ich sagen. Vor der dritten Folge, vor der letzten Folge, ein Hammer. Auch nicht schlecht. Vor der letzten Folge wurde Miscreated noch geupdatet und ich habe dann in der Serverauswahl habe ich gesehen. Ja, eine Axt. Schön. In der Serverauswahl habe ich gesehen, dass man den Servern ja favorisieren kann, dass man auch gegen Mutanten kämpfen kann, was wir schon in der letzten Folge getan haben. Und an dieser Stelle haben wir eine Axt, könnten mit einer Basis anfangen. Und ich glaube, ich laufe hier rechts lang zum nächsten Haus. Oder vielleicht hier hinter, noch besser. Ja, dann haben wir noch ein Auto gesehen, wie schon erwähnt. Einen Mitspieler, der eine Axt hatte und wir haben jetzt so ein kleines Beil. Was besser ist als gar nichts und komischerweise hatte der Spieler, den ich seit langem wieder gesehen habe, also schon ein bisschen her, dass ich einen Spieler hier gesehen habe, der war mit einer Axt bewaffnet. Das war auch wieder eine sehr, sehr gute Ironie. So, hier im Bad gibt's leider nichts. Nein. So, schaue ich nochmal hier. Hier gibt's noch einen Militärkanister. Den brauche ich aber nicht. Und dann schaue ich mal auf dieser Straßenseite hier hinten, ob es was gibt. Ich bin noch ein bisschen paranoid. Einmal wegen dem Mutanten, einmal wegen dem Spieler, den wir da in der letzten Folge gesehen haben. Das sind nur ein paar Texturen und ja, ich habe schon in die Patch Notes geguckt vom letzten Patch. Hab eigentlich unrelevante Sachen gesehen. Dies und das. Hab aber jetzt gesehen, dass auch eine Karotte hinzugefügt wurde. Oh. Das sieht doch nach einer abgesägten Schrotflinte aus. Wie aus Counter-Strike. Ah. Kann es sein, dass wir, wo sind denn die Kugeln? Ach ja. So. Jetzt will ich die noch vergleichen, dafür schmeiße ich das Gewehr weg. Dass wir nur eine Kugel haben. Wir haben hier eine 3,5 Kilo schwere. Eine 2,5 Kilo schwere. Tactical Shotgun. Pump Action. Pump Action, okay. So, dann schmeiß die Shotgun weg, nehme noch dieses Hunting Rifle mit und schau mal, wo wir raus müssen. Wir kamen von hier, also muss ich hier raus. So. Ja, da. Warte mal. Nee, hier waren wir noch nicht. Das heißt, das ist ein dritter Mutant. Also ein zweiter. So. Hier steigen noch irgendwelche komischen Partikel auf. Hier im Schuppen liegt nichts und uns fehlt jetzt eigentlich nur noch ein bisschen Munition. Munition kann man nie genug haben. Ein paar Reifen wäre gut, eine Autobatterie, eine Karte wäre gut, weil wir haben ja schon ein Fahrrad und dann könnten wir eigentlich schon in eine größere Stadt aufbrechen, jedoch suche ich hier noch alles, weil ich noch ein bisschen Loot brauche. So. Wir sind auf jeden Fall jetzt schon mit einer Schrotflinte ausgerüstet. Mit Munition endlich mal. Ich habe ein bisschen Angst, dass der Mutant jetzt hier in das Haus stürmt. Weil im Haus sind die Viecher
Was mitnehmen? Nee. Haus sind die Viecher relativ stark, weil man erst zu etwas wechseln muss in der Nacht, das Licht abgibt. Da liegt noch eine Flasche, die man für einen Molotow gebrauchen kann. Und wir hätten da eine Sache, glaube ich. Wir hätten, ja. Ah, wir haben sogar zwei Knicklichter, die wir da benutzen könnten. So, dann schleiche ich mich mal hier hoch. Schau mal hier, ob es hier noch was gibt. Das ist nur Deko. Und hier liegt auch nichts mehr. So. Laufe ich mal runter. Und ich überlege gerade noch, in wie viele Häuser ich reingucken muss, bevor ich aufbreche. Und mal, wir kommen von da. Und hier war ich schon, dann schaue ich nochmal hier hinten nach, vielleicht mal in der Kirche. Die Tür ist leider vernagelt. Ah, okay. Ah, hier ist die Kirche. Gut, so. Hier in der Küche gibt's ein bisschen Tomatensaft, den ich gleich mal runterschlucke. So. Hier gibt's noch ein paar Birnen, die ich aber nicht brauche. So, das nochmal Tomatensaft. Und dann gehe ich mal ins Obergeschoss. So, hier stehen ein paar Sneaker. Wahrscheinlich von ApoRed. Sein letztes Sneaker-Unboxing. So, die Racks brauche ich nicht. Hier gibt es auch nichts. Auf der Toilette gibt es nichts. So, hier oben liegt noch ein Skelett rum. Und ein Energy-Drink. Fragt sich nur, warum der sich gerade nach oben gerettet hat. So, ich wäre auf einen Baum geklettert, wenn ich wüsste, dass es hier Mutanten gäbe. Das weiß ich ja. So. Schau ich mal hier in der Karosserie nach. Da hängt einer in der Brücke und da hinten leuchtet auch noch was. So, dann schaue ich mal in der Kirche nach, die ich noch nie betreten habe, hier unten. Kann man auch runter. Und wenn ich schon sehe, dass es hier so ein... Ach ne, dachte, das wäre so ein Behinderteneingang, aber dann kommen ein paar Treppen. Ach ja, so, hier hinten, das ist nur Dreck. Hier liegen noch eine Menge an Gerippe rum. Im Aktenschrank liegt leider nichts, das ist nur Deko. So, hier ist noch ein Gang. So, oben auf den Schränken liegt auch nichts. Der Raum ist auch leer. So. Ein kleines Bücherregal. Noch mehr Gerippe. Der sieht doch sowas von verdächtig aus, dieser Schaltschrank. Da wird wahrscheinlich in der Zukunft noch was kommen, dass man den dann anschalten kann und mit denen dann sehr, sehr lustige Sachen machen kann. So, dann gehe ich mal in die Kirche rein. Wunderbar, noch ein bisschen Reinigungsalkohol. Den verwende ich gleich mal für ein paar verbesserte Medical, für ein paar verbesserte Bandagen. So, wir haben schon eine Spitzhacke, einen Hammer und ein Beil. Damit wären wir eigentlich perfekt ausgerüstet für ein, für eine Basis. Was ist das? Das ist ein schwarzer Schal. Ja, Bussis. So, jetzt tragen wir auch noch einen Schal. Da finden wir noch einen Schraubenschlüssel, den man, glaube ich, nur als Nahkampfwaffe verwenden kann. Und hier unten liegen noch ein paar Holzbretter. Ich glaube, ich habe jetzt was gehört. Kann auch sein, dass ich mich getäuscht habe. So, hier kommen wir auch schon raus.
Den Friedhof. Ist ja gerade Halloween, deshalb ist das ganz passend. Ich frage mich, ob es hier was gibt. Ja, super. Die Grabsteine haben noch nicht mal eine Textur und sehen alle gleich aus. Klasse. So. Aber die Kirche gefällt mir echt. Schade nur, dass man da nicht hochkommt in den Kirchturm. So, dann gehe ich hier nochmal auf die andere Straßenseite. In dieses große Haus hier rein. Schau vielleicht hier nochmal auf den Trucks. Hier vielleicht. Da sehen wir den Gehängten und hinter dem Bus scheint ein Licht zu sein, was ich schon erwähnt habe. So, hier mal neben den Müllbergen rumlaufen. Oder? War ich hier schon? Kommt mir so bekannt vor. Hier steht ein Tomatensaft. Nee, Soda. Dann schaue ich nochmal, ob wir hier nicht schon drin waren. Könnte sein, dass wir hier schon waren, aber... Nee. Anscheinend dann doch nicht so. Wunderbar. Noch eine verbesserte Bandage für uns. Dann nochmal ein paar Sneakers. So, dann gehe ich nochmal hier hoch. Und hier liegt auf dem Stuhl ein kleiner Apfel. Zack. So. An dieser Stelle schaue ich nochmal bei der Brücke vorbei und laufe dann auch danach schon zum Fahrrad zurück, was wir da in der letzten Folge gesehen haben. Mit dem ich dann noch weiter nördlich rumcruisen möchte. Das Geräusch hat sich eben nach Hunden angehört, nach Wölfen, die es ja auch geben soll, die ich aber bis jetzt noch nicht entdeckt habe. Nein, hier gibt es leider nichts im Bus. So, dann schaue ich nochmal hier hinten vorbei. Mach vielleicht mal das Licht aus. So. Da haben wir einen Felsen. Und hier in diesem untexturierten Bus gibt es leider auch nichts außer falsch gesetztes Gras. So, da ist das Blinkelicht und da hängt die Leiche. So, da hinten sehen wir auch schon ein kleines Haus und an dieser Stelle laufe ich dann auch schon zum Fahrrad zurück. Schau vielleicht hier nochmal nach, ob es hier noch was gibt, was wir vielleicht übersehen könnten. Nein, hier gibt es leider nichts und ich glaube, ich werde meine Basis in der Nähe von einer größeren Stadt bauen, die sich im Norden der Insel Orca befindet. Schade, dass wir den Truck nicht mitnehmen können, dass der keine Autobatterie hat und nur einen Reifen, auch wenn ich den Reifen eigentlich nicht gesehen habe, den der dort dran sein soll am Auto. So, schaue ich mal hier. Ich weiß nicht, wo der Spieler hingegangen ist. Deshalb bin ich noch ein bisschen vorsichtig. Mache ich vielleicht mal das Licht aus und laufe auch nicht so direkt auf der Straße rum, dass mich jemand sehen könnte. Und ja, wir haben schon einen Schuss für unsere Hunting Rifle, zwei Buckshot-Kugeln für die Schrotflinte, ein bisschen 9mm Munition und das waren 9mm und ja, die Magnum könnten wir eigentlich fast wegwerfen, wenn sie mir nicht zu schade wäre. So, mache ich mal das Licht aus und suche an dieser Stelle mal das Fahrrad auf. Also diese Gaspulle sieht mir sehr, sehr verdächtig aus. So, da sind wir schon beim Fahrrad angekommen. Da liegt doch nochmal ein Gewehr. Ja, leider liegt da keine Munition und wir haben schon einen Schrotflinter. So, an dieser Stelle
würde ich dann auch den vierten Part beenden wollen. Mit unserem Fahrrad, das jetzt umgefallen ist. Ich mache mal das Licht aus und hocke mich mal hier in den Busch. Wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Mit diesen Worten, bis zum nächsten Mal, euer Landed.